Servus YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Kalendersimulations-Manager-Duell. So kann man es euch mittlerweile nennen, mit mir und dem Kompensa. Moin natürlich auch von meiner Seite und ich starte den Timer, let's go. So, let's go auf jeden Fall. Wir sind mittlerweile so ein bisschen weiter fortgeschritten in der Karriere. Mannschaften sehen dementsprechend auch ein bisschen unrealistischer aus, aber egal. Spielt keine Rolle, wie die Mannschaften aussehen. Naja, bei mir chillt ein Modric, der wieder da ist. Ich versuche vielleicht auch noch Bale zurückzuholen, also let's go auf jeden Fall. Bale schaffst du nicht. Ich habe ja nur Modric geschafft, aber Bale kriege ich nicht hin. War Modric mal bei Tottenham? Ja. Ah, okay, Digga, da war ja noch dein übelster Random, oder? Nee, war glaube ich schon so ein gestandener BPL-Spieler. Also ein Random? Ja, ja. So, oh, Finale gegen Bayern in meinem Vorbereitungscup. Juckt mich nicht. Ich bin schon in der Kalendersimulation. Nice! So, ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen gucken wegen Transfers und so. Ich habe ja fast eine ganze Saison Vorsprung, aber wenn du jetzt hier mit Kalendersimulation also durchpaced. Ich sag mal so, Digga, ich werde, glaube ich, nach ungefähr 15 Minuten im Manager-Duell in dieser Folge entlassen sein. Als ob? Du wirst eh nicht entlassen? Oh, William Carvalho will seinen Vertrag nicht verlängern. Oh, no. Was mein Weggang betrifft, was heißt hier Weggang? Du bleibst verdammt nochmal? 175 Mille. Was? Ich glaube, ich spinne. Ich darf mehr abgeben, weil ich zu wenig habe. Das erlebt man nur im Manager-Duell. Das raus. Ja, alles typisch Manager. Spieler verletzt. Welche Nationalmannschaft bringt einen verletzten Spieler? Reservespieler. Stark. Ich habe nur noch meine Bank. Ja, gut. Kann ich seinen Vertrag nicht verlängern, den von Carvalho? Wäre echt bitter, ne? Warte, ich versuche. Mein Ding jetzt weg. Als ob Carvalho nicht verlängern möchte, der muss verlängern. Dennis? Ja. Digga, ich glaube, ich habe meine Verträge nicht verlängert. Warte mal. Ja, Mats Hummels chillt bei Paris. Als ob. Als ob du das. Du bist so ein Spasti, Digga. Digga, muss ich erstmal morgen nachgucken in der Folge. Ja, toll, jetzt chillt Boateng alleine der IV. Er chillt absolut alleine. Hat er keinen Kollegen mehr? Koscheni ist auch weg, ne? Ich fucking Mörte. Aber ich hab auch keinen zweiten Torwart mehr. Warte mal, du hast Mörte immer noch behalten. Mörte ist absoluter Ficker hinten drin. Möchte diesen Verein verlassen, ja, ja. Ich frage mich echt, ob ich da vergessen habe, den Vertrag einfach nur zu verlängern, weil das wäre ein bisschen dumm gewesen. Lamela entscheidet sich für, nein, nicht Lamela, bitte nicht. Aber Digga, wenn ich echt zu dumm war, den Vertrag zu verlängern, Digga, dann... GG. Rest in Peace. Wahrscheinlich kriege ich unter der morgigen Folge den absoluten Hate ab, weil alle schon gesehen haben und ich so... Er rusht einfach durch die Kalendersimulation und die Spieler. Ja, ich gucke mal so. Ich habe gerade zum Beispiel noch geguckt wegen den Verträgen, welche da verlängert werden müssen. Ich habe zum Beispiel Lloris noch verlängert, der übrigens in meiner Karriere der absolute Zerstörer ist. Ja, Harvard Nordfight scheint in meiner Karriere absolut der beliebte Spieler zu sein. Arsenal Everton scheint an ihm interessiert zu sein. Ja, Harvard Nordfight, Digga, wer braucht keinen Harvard Nordfight in seinen Reihen? Ja, Arsenal holt sich Harvard Nordfight. Ja, ich glaube, den soll ich mir auch mal holen. Für die Breite. Ich glaube auch. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass er leicht geglitscht ist hier in dieser Karriere, weil irgendwie, wieso sollten Chelsea, Arsenal, Everton alle drei den haben wollen? Okay, Digga, ich muss doch noch nicht direkt in die Simulation. Ich brauche erstmal ein paar Spieler. Naja, viel Spaß. Ich bin in der neuen Saison. Ja, ich bin auch in der neuen Saison. Ich auch. Ja, welche Saison bist du? 2018-19. Ich habe gesagt, ich habe einfach richtig durch, ich bin durchgegangen. Nice. Ja. Okay, ich habe 3. Inakzeptabel. Alles klar, Digga. 64, wollt ihr mich ficken? So, Jonathan Lecco, wie hat er sich entwickelt? Oh. Wahrscheinlich gut gewesen zu sein. Absolut genommen. Absolut hochgenommen. Das hat mich einfach genommen. Komplett genommen. Er hat auch großes Potenzial. Also, ich hab davon auch. Nein, nicht, dass der Vertrag läuft aus. Über Banega, Cocielo, Rabiot. Ja, Rabiot ist nicht interessant. Erstmal alle Verträge verlängern. Sonst hocke ich nächstes Jahr ohne meine Mannschaft da, Digga. Allein. Ja, Touré wird verlängert.
Gareth Bale. Sanabria läuft aus. Da könnte man. Da könnte man eigentlich absolut Lamela reinwerfen. Lamela und 10 Millionen, wenn Rom das annimmt, dann wäre ich eigentlich der glücklichste Mensch auf Erden. Okay. Tajimas Tour, Empire Niang. Oh, Niang hat ganz nice Werte. Niang hat zwar ganz nice Werte, aber ist keiner für uns. Pereira, Dries Mertens. Mertens ist 31, was zum Teufel. Howard Nordfight, was hat der. Ich steig mit um den. Ich schreibe mit in den Deal. Hey, was hat er für Ding? Scheint ganz gute Werte zu haben, hat einen Marktwert von 18 Millionen. Hey, yo, der alte Harvard. Ich weiß nicht wie, aber er hat's gepackt, Digga. Er hat den großen Sprung in seiner Karriere hinter sich. Zero to Hero. Zero. Alles klar, Digga. Oh, ich brauch mal ein paar Innenverteidiger. Ja, der ist gerade bei Paris. Hat sein Vertrag. Hat dem Coach einfach nichts gesagt. So, Oxlade-Chamberlain, ja, ich glaube. Oh, der läuft aus. Der wäre ganz nice. Der wäre auf jeden Fall nice. Jetzt bietet man 15 Millionen hier für den Juventus-Innenverteidiger. Keine näheren Details, wer es ist. Schröck, der läuft leider nicht aus. Nee, Juventus habe ich gesagt. Ach so, ja, ich weiß ja jetzt schon. Ja, wer ist es? Bonucci? Nee, ist es nicht. Chiellini? Nee, es ist kein Spieler, der. Nein, es gibt. Es ist ein Spieler, der dahin gewechselt ist. Alles klar, Digga. Hummels? Nee. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, gut, Digga, wenigstens habe ich jetzt erstmal alle Verträge verlängert. So, die wollen immer noch. Kurt Zuma läuft aus. Meine Chance. Digga, ich glaube, ich muss auch auslaufende Spieler holen. Ja, ich gucke halt, ob es da ein paar. Ja, ja, klar. Oh nein, mal gucke. Beschissene Manager-Duell, Digga. Ich nicht, ich bin ganz zufrieden. Aber ich habe absolut reingeschissen. Ich bin ganz zufrieden. Ja, sei ruhig, Digga, ich habe reingeschissen. Ich bin zufrieden. Wack. Wack, shit. Sich Mares wird hier weiter trainiert, Digga, Riad. Schröckl! Digga, wenn ein Spieler verletzt ist, kann ich ja mein Team abbauen. Da muss ich ein Spiel aufgeben. Digga, ich würde so gerne, wenn sich jemand verletzen würde. Ja, toll, Digga, wir spielen 1-1 daheim. Stark? Nee, nicht stark. Modric hat bei mir übrigens eine 90. Der hat auch nochmal hier. Oh, Carvalho verlängert. Ja, Überraschung. Absolute Überraschung für mich. So, wir nehmen das zu nehmen mit dem wenigsten Geld. Ich will ja durchkommen. Ob du dann sonst nicht durchkommst? Nee, glaub nicht. Ja, komm, Valencia, das könnt ihr jetzt eigentlich schon mal annehmen für den Deutschen. Ja, ihr braucht mir gar keine Transferangebote schicken. Ich darf keine Spieler verkaufen. Paris hat 10 Millionen für Areola angenommen. Kann man nur machen, als zweiter Keeper. Von Paris. So, der chillt auf seiner Villa und denkt sich, yeah. Gedroppt, Digga, aber der gibt ihn umsonst. Sehr, sehr nice. Freut mich total für den Drecksscheich. Grüße an der Stelle an den Scheich von Paris. An Le Paris Saint-Germain. Oh nein. Nein, die wollen Lamela nicht haben. Wen könnte ich sonst bieten? Ben Yedda vielleicht? Wissam? Ben Yedda. Vielleicht der Ben Yedda. Ben Yedda und 10 Millionen für Sanabria. Ich weiß, gleich die ersten Verhandlungsabbrüche. Absolut. Ein anderer Verein wäre. Ja, wahrscheinlich holt sich Dortmund Griezmann, ja. Realismus wird hier mal wieder groß geschrieben. Oh, Juventus hat das Angebot akzeptiert. Was Neues. 5-Jahres-Vertrag für einen 30-Jährigen. Egal. Abgelehnt. Oh, eiskalt abgelehnt. Abgelehnt. Bam! Digga, nicht reingeschissen, Alter. Lego. Aber das muss er jetzt aber annehmen, der Areola. Na, hat reingeschissen. Nice. Angebot für 31 Millionen von Hertha. Ja, Verhandlungsabbruch mit Real. Freut mich natürlich. Mit Hertha? Ja, Hertha. Haut die Millionchen mal auf den Tisch. Als ob. Scheinbar schon. Nee, hauen die nicht. Hauen keine Millionen. Absolut. Ja, Digga, die Deutsche Bahn hat mal wieder ein bisschen was gespendet. Die haben donated, Digga. Die haben absolut donated. Donated bei Twitch. Aber Nordmann, was hat der. Howard Nordfeld hat eine 82, Digga. Er ist absolut im Rucksack bei mir. Hast du ihn verpflichtet? Nee, ja, mal gucken, ob das Money reicht. Das wäre auch geil, Digga. Schröck, dann hat er es mal akzeptiert, so muss es sein.
Hol der Schröck da, grüße an der Stelle an Pollos. Oh, 27 Millionen muss ich bieten. Ah, ich biete erstmal 14 für eine Sanabria. Herr Neymar? Jo, ich muss aufgeben, zu wenig Spieler. Vorbereitungsturnier, reingefickt. Hallo? FIFA, achso. Richtig trocken. Nimmt mich richtig durch, der. So, mal gucken. So, Areola und Sokratis akzeptiert. Ja, den meinte ich übrigens von Juventus. Ich glaube, Neymar wird ein bisschen unrealistisch. Angebot führen. Oh. Was ist denn bei dem Typen los? Ja, er dachte sich halt mal so von Barca zu Arsenal und dann zu Real. From Zero to Hero. Würden ihn die Fans nicht übel nehmen? Glaube ich auch. Die würden absolut. Wir würden sagen, cool, Alter. Ach was, ich weiß nicht, was dann so lustig ist. Wen könnte ich da reinschmeißen? Ryan Mason, Digga, ganz ehrlich. Ryan Mason und 10 Millionen. Wenn das Leicester City nicht annimmt, Mason ist absoluter Random bei mir. Ja, Digga, eigentlich wollte ich nach 5 Minuten absolut in der Simulation sein. Es sind schon wieder über 10 rum und ich bin wieder in den Transfers gefangen. So, ganz ehrlich, Eric Dier wird nicht verkauft. Ist hier Eigengewächs von Tottenham. Wird behalten. Eigengewächs? Ja. Der Typ wächst nirgendwo. Doch, bei Tottenham? Nee. Doch. Glaub mir, wenn ich das sag, ich kenne mich da aus. 60, nehmt ihr einfach an, Digga, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. So, ich trainiere Spieler, die nicht mal mehr Potenzial haben, aber egal. Lego, Alter, komm schon, der hat keinen Vertrag mehr, Mann. Oder ich simuliere einfach bis zur Winterpause. Nur 14 Millionen und Ben Yedder akzeptiert, nice, ja. Aber er wird nur Rotationsspieler. Er wird nur Rotationsspieler werden. Nee, Sanabria. Gedacht, Ben Yedder ist ja auch schlecht. Wahrscheinlich ja. Wollen sie 101. Ben Yedder war einer meiner ersten Transfers. Tut mir leid, ich musste halt so ein bisschen reingehen jetzt. Okay, ist absolut nicht. Ja, ich muss das nächste Spiel aufgeben. Vorbereitungsturnier läuft doch. Toll, du musst wenigstens ein Vorbereitungsspiel aufgeben. Ich muss die richtigen Spiele gleich aufgeben. Ja, viel Spaß. Mal gucken, ob Inter Mailand das Angebot annimmt. Mal gucken. Die wollen nicht Ryan Mason haben. Wie können die nur nicht Ryan Mason haben wollen? Den will keiner haben. Doch, den will jeder haben. Gehaltsforderung von Chambers, Digga, verpiss dich, Alter. Ich geb dem Wichser nicht mehr Gehalt. Ganz ehrlich, dann schicke ich wieder Maris zurück nach Leicester, wenn es sein muss. Maris? Da ist, glaube ich, Maris, oder? Maris oder, ne? Das wird so richtig komisch algerisch ausgesprochen. Ich weiß es nicht, Mann. Nee, Mahrez oder so, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, doch, war ganz komisch ausgesprochen, ja. Mahmed Mahrez. Mahmoud Mahrez, Digga. Nice, Digga. Oh, Schalke 04 über Fährmann. Oh, der läuft aus. Der läuft aus, ein Homo. Ach, den willst du auch kaufen. Ja, muss ja jetzt irgendjemand kaufen. Achso, die Noteinkäufe, die er hier tätigt. Ja, Digga, Saul, absoluter Noteinkauf, würde ich auch behaupten. Rakitic. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme das an, das Angebot hier. Oh, ich bin absolut im Rucksack, Digga. Es steht immer noch 7. Ja, ich weiß nicht, Jungs. Ganz ehrlich, ich pushe jetzt richtig nach oben für Sané. Sané? Also, ob du Sané jetzt unbedingt brauchst? Ich habe Sané und Inter Mailand hat gerade 89 Millionen für ihn geboten. Okay, Digga, ich habe jetzt eine Vision, ganz ehrlich. Bitte verletzt sich keiner. Haben wir noch einen bei der Reserve? Einer ist bei der Reserve, das muss laufen. Let's go. So 43,5 für Lukaku. Ab in die Kalendersimulation. Let's go. Ich habe drittes Spiel aufgegeben. Vorbereitungsturnier lief auf jeden Fall richtig gut, würde ich sagen. Bitte verkackt's nicht, Jungs. Bitte verkackt's einfach nicht. Nein, jetzt bin ich in der Trainingseinheit gegangen. Vielleicht gewinne ich ja jetzt irgendeinen Pokal beim Simulieren und scheiße. Ich glaube aber eher, dass die Simulation abgebrochen wird und ich mich darum kümmern muss, dass ich wieder mehr Spieler bekomme. Beenden, so. Kriegt er halt ein F, der scheiß Onoma, Digga, juckt mich gar nicht. Benfica in der CL. Benfica ist eigentlich auch immer ganz gut, gell? Modric, ja, die ganzen Spieler sind immer noch nicht der West, gut. Benfica, so in der CL? Ich glaube schon. Das sind halt alles portugiesische Vereine, die mich immer in den Karrieren im Rucksack haben. Ja, dann lande ich hier im Rucksack. Okay, 15 Minuten sind gleich rum, das heißt, ich habe noch mehr als die Hälfte. Ich darf mir keinen Druck machen, denn mit Druck spielt man nicht. So, Leicester akzeptiert den Riyad zurück, finde ich gut. Paris in der Gruppe, was ist denn hier los? Wahrscheinlich kommt... Das ist der Stammspieler für den Harvard Nordfight, der scheint ja echt geglitscht zu sein. So, ich habe erstmal ein Ladekabel angeschlossen.
Komm schon, Digga, gib mir einfach auch Luck und ich gewinne den Capital One Cup. Nein, das wäre so scheiße. Ich werde ihn auch nicht gewinnen, Digga. Swansea City wird. Warte! Alter, weißt du, wer ein absoluter Glitch-Spieler ist? Wer? Sebastian Jung. Warum, der von Wolfsburg mit den Affenohren. Affenohren, ja, ich bin raus. Capital One Cup, geil, Digga. Ja, Atletico Madrid verpflichtet Sebastian Jung für 38 Millionen. Die gönnen sich halt auch richtig, ey. Für 38 Mille. Guck mal, Digga, selbst die Simulation ist bei mir viel langsamer als bei dir. Habe ich jetzt eigentlich Sanabria verpflichtet oder nicht? Nee. Absolut reinscheißen im Manager-Duell. Na gut, da muss ich nochmal nachhaken, was da los war. Nee, Digga, du musst gar nichts mehr machen, du hast schon gewonnen. Nee, gewonnen habe ich immer noch nicht. Haben wir jetzt hier, wichtiger Stammspieler vielleicht, nimmt er das an? Wäre halt ganz cool. Jawohl, zwei Verpflichtungen. Bitte pick die einfach weg. Bitte nicht. Bitte fick die weg, Digga. Bitte nicht. Bleib in der Kalendersimulation scheiß auf, Digga. Braucht Zeit. Angebot für Romelu. Komm schon, nehmt sie einfach trocken. Aber es ist Viertelfinale, alles klar. 40 Millionen für Lamela akzeptiert, nice. 40. Ja, Swansea, die sind in meinen Karrieren irgendwie immer absolut Money Rain. Money Rain. Oh, komm schon, ja, Digga, ja. Ein Spiel. Ah, das ist jetzt schon der FA Cup? Nein, wenn ich da rausfliege, ich spiele auswärts. Bitte verlier, bitte verlier. Also, wenn ich das jetzt verloren habe, Digga. So, warte, ich gehe mal kurz ins Büro und gucke, ob ich einen Trainer... 50 Millionen für Lukaku akzeptiert. Man kann das mal machen. Ja, hier. Ja, ich habe einen Trainer des Monatspreises. Boom, Digga. 7-4. Stark. Sehr stark, Digga. Digga, ja. Sehr stark, Digga. Nein, einfach lassen, Digga. Einfach lassen. Ja, okay, ich habe noch 13 Minuten, komm schon. Das ist die absolut gute Idee in dieser Folge. Erik Lamela wurde einfach verkauft. Absolut im Rucksack, der Junge. Ja, weiß ich. Du, West Brom, nimm mal bitte die 10 Millionen für Clinton NG an. Alles wichtig. Komm schon, Junge, du willst es doch auch, Mann. So, bitte einfach nur noch die Spieler verkaufen. Nein, Verhandlungsabbruch, so. Warte, wo ist das Angebot hier von Leverkusen? Leverkusen, wo sind die? Ich finde das Angebot nicht mehr. Ah, mein Gott. Egal. Die müssen hier kommen. Ach, mir für Clinton NG reicht. Angebot für Alderweireld absolut abgelehnt. Da können wir nochmal 50 Millionen verlangen von Leverkusen. Ist hier noch jemand frei? So, komm. Oh, Digga, er ist absolut frei. 42, nee, das ist nicht gut. Ich will 50 für Lukaku haben. Angebot für Saul von PSG, tut mir leid, aber verpisst euch mit euren Offerten. Meine Spieler bleiben hoffentlich hier. Und hinten der... Ah, scheiße, ist einfach... So, wer hat auch... Sané, Digga, du bist jetzt absolut trainiert. So, wer noch? Ali, geh ins Training, Junge, komm, hopp. Fato ist zwar... Oh, ja, die ganze... Raus. Und Usman wird auch nochmal hier vertrainiert. Ja, komm, ihn auch noch, Digga, scheiß drauf. 140. Malle ist halt echt nur einmal im Jahr. Ja, ich weiß. Oh, komm schon, Jungs, jetzt muss wenigstens einer von euch annehmen, sonst... 49, Digga, get in, Lukaku, tschüss. Wann hätte ich gekannt zu haben? Transferangebote kann ich gar nicht drauf eingehen. Nacho, die Transferphase beginnt ja, Digga. Oh fuck, ich habe noch gar nicht auf die Dinge geachtet, auf die BPL-Tabelle oder die PL-Tabelle, wie es nächstes Jahr noch heißt. Wird richtig komisch sein. Ja, Premier League, obwohl ich glaube, so komisch wird's gar nicht. Oh, Digga, ich bin nur Dritter. Nee, aber ich meine, oh, Lukaku will einfach nicht gehen, Mann. Verpiss dich doch, du Scheiße. Hi. Yo, jeder nimmt an, außer Ding. Jawohl, Digga, Areola geht hoch im Training. Casala. Komm schon, Junge, 800k pro Woche. Ich verhandle natürlich nicht mit Messi.
300k pro Woche macht aber gar keinen Sinn. Messi wird eh viel mehr bekommen. Was? Wenn Messi bei dir nur 300k bekommt, dann scheint er absolut den... Ach, 800? Ich habe 300 verstanden, sehen da schon. Ich dachte schon, er hat absolut den Knebelvertrag bei dir. Ja, ich habe 0-0, nichts passiert, nicht mal eine Auswechslung. Oh, das ist eine scheiß Formation. Ich brauche eine andere Formation, so die. Dann Carvalho. Messi-Angebot, scheiß auf dein Gehalt, Renato Sanchez, Digga. Tut mir leid, ich muss hier gerade auf alles ficken. Er hat immer noch abgelehnt, Digga. Nein. Oh, ich komme so durcheinander. So, ganz ehrlich. Ja, wenn er das nicht annimmt, Digga. Wo haben wir Jesse? Wo ist Jesse? Jesse. Ach, da ist Jesse. Du hast als gemeint, man bekommt den für 1 Million, ne? Wen? Halt. Messi. 1 Million, wahrscheinlich, glaube ich zumindest. Also ich habe 1 Million jetzt bei mir öfters mal funktioniert. Ja, kam jetzt noch nichts rein. Komm schon, Lionel, komm schon. Lionel, Digga, bleib einfach da, wo du bist, so wie du bist. Ja, du, wo sind die Angebote? Oh nee, nicht das erste Spiel zu Gast, aber mit der Mannschaft, ich weiß nicht. 1-1, okay, gut, nicht schlimm. Halle Dude, für ein Auswärtsspiel ist es nicht schlimm. Oh, Benthalle will spielen, Digga, halt's Maul, Mann. Digga, halt dein Maul, Mann, was? Ich werd verarscht in der Karriere. Gut so, Digga, gut so. Ja, was für gut so, Digga, da ist noch Jesse und Xhaka und Marc-André. Ich hab das Gefühl, die Boys sind weg, Arne hier. Aber ganz ehrlich, Kai Walker, Digga, scheiß mal auf Sechser und Rechtsverteidiger und... Let's go, wir gehen jetzt absolut in die Kalendersimulation rein. Lego! So, ihn möchte ich, dann... Boah, wenn er auslaufen... Hi. 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 Ja, Digga. Ich müsste halt absolut... Warte, vielleicht so. Dann vielleicht so. So, Ul vielleicht, ja, rechts Mittelfeld, ne, das ist nice. Das ist jetzt schon, komm, ich gehe Kalendersimulation, werde entlassen. Nächstes Jahr absolutes Ficker-Team am Start. Nur eine Trainer. Ja, ganzen Superstars chillen dann da. So, werden wir jetzt einfach mal spielen, ganz ehrlich, Digga. Ich muss jetzt weitermachen, Digga, scheiß drauf. Na, komm, bitte kein Spiel, bitte kein Spiel. Oh Mann, gegen Chelsea, Digga, mach schneller. So, haben wir noch eine Trainer, egal jetzt. So, Kalendersimulation. Bam, 2-1, fickt euch. Let's go, Jungs. Komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. Ich kann mir die Pokalspiele nicht mehr geben in der 1-Situation. Bam, 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 bam. Was ist das für ein erster Monat, Digga? Everton, Arsenal und dann City? Sag, Digga, 1. 2. 3. Und 4, Digga. Let's go, Mann, Alter. Boah, ich will gar nicht hingucken. Oh. Auf die Kalendersimulation. Vor allem, wenn. Ja, wenn da Pokalspiele sind, vor allem der. Und vor allem, du weißt ja nicht mal, welcher Pokal es ist. Komm, Digga, Dani auch noch, Alter. Scheiß drauf, ich hab viel zu viel Cash. Hast du auch so viele Sneaks? Ja. Dreht einmal drauf, wir haben unnormal Beef. Killer, Digga. Jetzt denkt alles, oh, der scheiß Red Fanboy. Ja, Digga, das ist typisch Jens. Digga, was für typisch Jens? Typisch Jens. Hi. Hi. Ich verschwende einfach nur noch Zeit gerade, Digga. Ich sehe es kommen, wenn ich gleich in die Mannschaft reingehe. Drei Viertel wir gehen. Anderer Teil ist dann wiederum verletzt. Anderer Teil? Ja, das heißt anderer Teil. Was willst du denn sonst sagen? Andere Teil! Anderer! Der andere Teil ist dann eh verletzt, würde ich sagen. Mal gucken, ich glaube, ich werde in der Liga wieder mal absolut Vierter sein, so Arsenal-Style. Ich hol den jetzt eigentlich, oder wenn er kommen sollte, dann hole ich ihn nur noch, dass ich ihn verkaufen kann. Den Lionel? Nee, ja, wahrscheinlich verkaufe ich ihn dann. Ja, würde ich machen. Er hat, warte, ich warte. Oh, wir sind Tabellendritter, aber der Abstand ist nicht so weit. Oh, komm schon, Junge, ich habe nur noch 5 Minuten. Mach mal schneller. Ich bin übrigens Halbfinale Capital One Cup, vielleicht geht da was. Spieler verletzt, 7 Tage, alles gut. Was? Bei mir wollen 8 Spieler in der Transferphase gehen. Okay. 8? 8? Kommt hin. Warte, wer will gehen? Alter, Varelt will gehen. Digga, wenn ich nicht entlassen werde, werde ich dann nächstes Saison keinen Titel holen, dann bin ich weg, Digga. Wahrscheinlich will Usman Dembele nicht, wahrscheinlich will er gehen. Ja, ganz Digga, ehrlich, Rose kann gehen.
Sanabria hat 11 Tore gemacht, läuft. Ab in die Kalendersimulation, let's go. Ja, halt small, Mann. Verträge, Budget, ich habe meine Karriere. Ich bin nochmal Trainer des Monats geworden, jawohl. 8 Punkte. 8 zu 4. Yes! Oh, nein! Nein, Digga. Nochmal die Kalendersimulation rein, Digga. Scheiß auf die Transfer. Obwohl? Ich weiß nicht, Jungs. Chat mal, alles gut. Achtelfinale, was war das? Das war FA Cup Achtelfinale. So, Sanabria wird nicht verkauft. Varan wird nicht verkauft. Komm schon, Junge. Rose kann gehen. Das ist normalerweise das Finale. Hm? Also ist das Finale? Ich glaube, ich muss abbrechen. Habe ich gewonnen? Malaga! 2 Punkte. Ja, hier guck, Adavarell Zukunft, Jedlin Zukunft, Cavallo Zukunft, Areola Zukunft, Danilo Zukunft. Hä, wieso wollen? Ich hab 6 Punkte, Cap One Cup gewonnen. Oh nein. 6 zu 8, let's go. Und ich bin, glaube ich, noch drin. Ich bin noch drin und in FA Cup auch. Nein, bitte nicht. Fick, Digga. Und das wäre absolut scheiße, würdest du ficken. Digga, warte mal, FA Cup Viertelfinale, bin ich drin weiterhin? Ich weiß es nicht. CL erstmal gegen PSG. Ich muss jetzt hier echt drastische Maßnahmen ergreifen, um den Sieg zu holen. Scheiße, Digga. 8 zu 6 steht's ja jetzt schon. Ich muss jetzt echt drastische Maßnahmen ergreifen. Oh, bitte nicht, Digga, du darfst keinen bekommen haben. Der ist so krank. Obwohl, den Februar könnte ich bekommen haben, Digga. Ich weiß aber nicht, ob ich da weiter bin. Ja, CL bin ich noch drin, FA Cup auch. Bitte nicht, das wäre echt. Ich hab BPL gar keine Ahnung. Aber ich glaube, ich bin raus jetzt, CL, weil Menu. Ich bin drin, CL! Paris! Oh. FA Cup, weiß ich nicht. Ein paar Spieler jetzt hier. Vom ganzen Gehaltsbudget. Digga, ist jetzt die Entscheidung, Digga. Wenn ich jetzt auf Mai gehe und da sind halt Finals, dann habe ich halt. So, let's go, Alter. Jetzt kaufen wir nochmal richtig fett ein. Bitte. Oh mein Gott! FA Cup Finale und CL Finale. Nee, oder? Nein. Und Bayern. Nein. Warte, ich breche die Simulation kurz ab, Digga. Ich muss die Spiele selbst spielen, Digga. Ich bin in der BPL. Wie viel da, Digga? Ach du Heilige. 3 Minuten noch. Komm, hier ein Spiel. BPL Dritter. Nein, Digga, Dritter. Ich wollte nicht ins Spiel reingehen. Okay, Digga, ich muss die Spiele einzeln simulieren. Ganz ehrlich, ist, glaube ich, ein bisschen auch ansehnlicher für euch. Pressekonferenz, wir motivieren uns. Jawohl, Ali, Digga, stark. Das könnte jetzt der Ausgang werden, gell? Warte, ich guck noch mal im Büro, ob ich... Nein. Ist ja so bitter, ey. Einen erst, scheiße, Mann. Okay, es steht immer noch 8 zu 6, let's go. Gegen Tottenham. Bitte nicht, Tottenham, komm bitte. Oh mein Gott, Tottenham, bitte, Digga. Ich gegen den Rennstadt-Duell-Verein schlechthin. 2-1 gewonnen, boom! 8 zu 8, Digga. CL geht 3. Oh, mein. CL geht absolut 3 Punkte. Wenn ich jetzt gegen Bayern gewinne, Digga. 8 zu 8. Ist absolut reiner K.O. aus der Puste, Digga. Digga, ich bin absolut im Game gerade. Bayern daheim, let's go. Ich überspringe direkt, komm. Ich habe übel Angst, Digga, es wird 11 zu 8 stehen. Es steht 8-8. Eh nicht. Fuck. Ich habe 2-1 verloren, eine Verlängerung. Hat die Tore geschossen? Auf alles. Vidal, glaube ich, und Müller oder so. Ich habe nicht hingeschaut, Digga. Wir sind übersprungen und weiter geht's. Ja, die Folge ist wieder rum, Digga, weil wenn ich jetzt gleich hier auf den klick weiter, dann sind die 30 Minuten um, weil wir sind schon bei 28. Außer ich werde jetzt noch kurzfristig entlassen. Das Pokal gut, glaub nicht. Das entlassen wirst. Das wäre absolut heftig, wenn ich jetzt entlassen werden würde. So, jetzt ganz ehrlich, jetzt gehe ich nochmal rein in die Simulation, Digga. So, Kalender. April, Mai, Juni, Digga, los, bitte. Ja, okay, ich mache dann einfach noch kurz weiter, weil der Spielplan erstellen dauert halt jetzt ewig. Dann machen wir die Folge halt minimal länger. Also 8 zu 8, Digga. Bist du in irgendeinem Cup noch drin oder wo bist du gerade überhaupt? Ich glaube, ich bin in allen noch drin, wenn ich mich richtig entsinne. Bist du schon nach der Wintertransferphase? Jetzt ja. Alles klar, Digga, was ist denn mit dir schief? Ich überschreite hier gerade absolut die eigentlichen Manager-Duell-Grenzen.
Digga, wenn du mein Team jetzt gleich in der neuen Saison siehst, sind die Grenzen überschritten. Soll ich dir mal kurz ein paar Namen nennen? Ja, ich kenne dein Team doch eh. Nein, ich meine jetzt für die neue Saison. Ach so, ja, sag an. Aubameyang, Griezmann, okay. Saul. Abon. Ich lief die Verträge. Ja, Digga. Okay, 30 Minuten wären eigentlich um. Aber ich gehe jetzt nochmal durch den letzten Monat durch. Let's go. Ja, ich bin absolut hier in der scheiß Spielplan erstellt. Oh, let's go, Digga. Und? Ligameister! Ja! Digga, ich habe 97 Punkte und der Zweite hat 79. Was ist das für eine Karriere? Jetzt komm kurz hier. Und nochmal Trainer des Monats. Warte, das sind vier. Nein, im FA Cup Finale verloren. Ja, Digga. Und im anderen, ich habe in zwei Finals verloren. Verdient. Ja, 12-8. 12-8. Und ich bin immer noch. Das ist die vorletzte Folge. Ja, es ist, ich will nicht wissen, wie meine Mannschaft aussieht, aber sie scheint ja echt heftig pfickermäßig zu sein. Kurz gucken. Ja, Digga, wenn die PS4 mal ein bisschen schneller laden würde, Digga, könnte ich auch 85, 86, wieder 85, 87, 85, 90, 84, 85, 86. Bitte ein wenig Geduld. 84, 6, 3, alter fuck, man, Sanabria hat 33 Tore und 8 Vorlagen, Digga. Fuck, man. Ich guck gar nicht drauf klar. Ali ist auch richtig steil gegangen. Was ist Ellie? Ali. Howard, ja, Nordfeind hat eine fucking 84. Wer? Howard Nordfeind. Er spielt halt nie. Absolut im Rucksack vom Blitzschläger. Der Rucksack hat ihn absolut im Rucksack. Oh, Digga, weißt du, ich würde gerne noch mal ganz kurz mein Team neu anschauen, aber ich glaube, das wird nicht mehr hinhauen. Saisonspielplan wird erstellt, bitte ein wenig Geduld, seit 3 Minuten. Ja, da kann ich doch auch noch meine Saison beenden, oder? Ja klar, Digga, aber das meine ich halt, du hast auf PC Vorteil. Hätte ich einfach alles gewonnen, du hättest so verkaufen gehen können. Ja, okay, Digga, aber ich war auch in allen Wettbewerben drin am Ende, ne? Ja, aber... Gegen Bayern gewonnen, stand es 12-11, das wäre heavy shit. Oh mein Gott, die letzte Folge, ich werde so reingehen. Ich werde absolut in die Kalendersimulation gehen und auf alle weiteren Transfers scheißen. Werde ich jetzt sagen. Ich auch. Bin ich dann wieder in der Transferphase 10 Minuten drin. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendeinen Vertrag nicht verlängert, Digga. Das müsste ich auch mal gucken. Dankeschön. Alves, Griezmann. Achso, darf ich dir noch sagen, wen ich mir geholt habe? Neymar. Darf ich dir noch sagen, wen ich mir geholt habe? Ja, klar, sag ruhig. So vorvertragsmäßig, glaube ich, waren es Pogba, Smalling und Messi. Du hast nicht Messi geholt? Ich habe Messi geholt. Messi geholt. Ich hab Messi geholt, 1 Million Gehalt mal wieder reingedrückt. Halt dein Maul, bei mir hat er 1 Million abgelehnt, der dreckige Wichser. Bei mir hat er 1 Million angenommen. Sané, er hat einfach 86. Ach, fucking shit. Ach du heilige Scheiße, Digga. So, eine Trainingsanalyse dürfen wir noch machen. Ja, ich stell grad nur die Aufstellung auf. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße, Dennis. Ja. Gute Saison, nicht so gut wie erhofft. Ach, ganz ehrlich, Mann. Scheiß Vorstand. Ich war in allen Finals fast. Alles klar. Mein schlechtester hat einen 83 auf dem Feld. Schon eine 83? Was heißt schon? Hä? Schon ziemlich niedrig. Warum? Weil bei mir der niedrigste, wenn ich ihn jetzt noch rausnehme, der niedrigste hat eine 85. Ich rüste nochmal auf. Da habe ich eigentlich. Ich habe halt einfach wieder 100 Millionen. Ich müsste mittlerweile eigentlich auch so neunstellig sein. Ach, du heilige Kacke, Jungs. Nee, ich krieg jede Saison 70 Millionen. Ja, okay, ich habe jetzt aber halt auch, bin absolut im Rucksack, Digga, ich kann absolut keinen mehr kaufen. Obwohl. Ach du heilige Scheiße.
Was schon wieder so verlockend hier gerade. Ja, wieder mit Vorvertrag angekommen. Der Vorvertrag mit Smalling ist jetzt aktiv. Der Vorvertrag mit Pogba ist jetzt aktiv. Und der Vorvertrag mit Messi ist jetzt aktiv. Ach ja. Ich habe Neymar und Ronaldo. Naja, ich habe den besten Fußballer aller Zeiten. Ah, ich habe auch noch Bale. Also Jungs, ich würde mal sagen, das war's heute mit der Folge. Ich glaube, Bale ist der Difference Maker. Ich glaube, das war schon die Folge mit der Heftigkeit. Ja, mit der Heftigkeit. Mit der Heftigkeit, haut auf jeden Fall rein. Jens hat keine Worte mehr. Natürlich. Also Jungs, ich bin auf jeden Fall raus und gebe Dennis das Schlusswort. Wenn die Folge euch gefallen hat, aus beiden Perspektiven natürlich, schaut natürlich auch wie immer bei Dennis vorbei. Lasst gerne einen Daumen nach oben dabei wahrscheinlich. Nee, lasst gerne einen Daumen nach oben da und Dennis hat die Abmoderation. Jo, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Das Manager-Duell ist einfach absolut krank. Also wenn man da keinen Daumen nach oben geben kann, dann weiß ich nicht. Was mit euch? Was da los? Wenn man da keinen Daumen nach oben geben kann, weil ich meine... Digga, das ist einfach absolut spannend. Die Teams sind Faker-mäßig. Also haut auf jeden Fall rein. Der finale Part wird absolut alles rasieren. Mal gucken, wer es gewinnen wird. Ich glaube, beide haben einfach das Beste gegeben. Beide haben noch was vor sich. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut bei Jens vorbei, falls ihr den Dude noch nicht kennen solltet. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bis dann, haut rein und ciao.